Was gibt es Schöneres, als bei so tiefen Temperaturen eine heiße Tasse Tee zu trinken und sich guter Lektüre zu widmen? Diese Woche dreht sich in der Coop-Zeitung vieles um das Thema Tee. Nicht nur um seine Geschichte und um seine Wirkung, sondern auch um Verwendungszweck wie das Testen von der Bodenqualität und selbstverständlich das Kochen. Haben Sie zum Beispiel schon mal eine Earl Grey Schokimousse gehabt? Das Rezept und viele mehr finden Sie in der aktuellen Ausgabe von der Coop-Zeitung.